Willkommen zurück zu Dead Space. Willkommen. Genau, Tika Metaframe ist immer noch dabei. Wir machen jetzt den dritten Versuch, hier durchzukommen, ohne abzunippeln. Ich würde das gerne sehen, wie du das machst. Per Bildschirmübertragung, aber ich glaube, dann kackt die Verbindung total ab. Eigentlich nicht, aber es ist am Haken. Das kannst du ja mal machen, Clay, Moment. Das Vieh knippelt ja jetzt erstmal ab. Moment. Wo habe ich das hier? Bildschirmübertragung. Hier, gesamter Bildschirm. Ach, da kommt's ja. Da kommt es ja. Na komm. Jawohl. Ja, du kannst auch ruhig herkommen. Schön. So spart man sich auch Energie. Ach, das, da bin ich auch sofort reingelaufen. Oh, das ist mir passiert, genau das. Wie soll ich denn da rum? Mann, also es geht nur rechts. Oh Mann, gerade freue ich mich noch so schadenfroh. So eine Scheißstelle. Oh Mann. Scheiße hier. Scheiße mit der Scheiße. Also langsam wird es langweilig. Schmeiß die Scheiße zum Fenster. Ich bin der einzige Mensch, der sich so dumm anstellt. Ja, geht. Ja, aber ich muss jetzt noch auf die Gruppe warten. Tschüss. Ja, das ist geil. Mit zu Energie verbrauchen. Natürlich daran vorbeigelaufen, der dumme Arsch. Du musst immer draufstampfen, ja, oder? Aber hallo, ich stampfe wie eine Behämmerte. Diese Scheißviecher sind lernfähig, das geht mir ja mal gerade voll auf die Nüsse. Ja, leider. Die lernen sehr schnell. Dummes Arschlöcher. Hast du die Ohren schon mal auf? Oh, ich treffe sie noch nicht. Ein Glück, glaube ich. Das gibt's doch nicht. Meine wertvolle Money. Oh, dieses dämliche Fackenvieh. Ja, wieso treffe ich denn da nicht mehr? Ich meine, ich treff's aber. Also für den würde ich lieber den Plasma-Cutter nehmen. Weil der auch mal vertikal und sowas und ziehen kann. Ja, ist ja auch so, aber. Mann, mein Boni. Oh. Du musst, weißt du übrigens, dass es für die Line Gun auch einen zweiten Feuermodus gibt? Ja, mit Leertaste. Ich habe die aus Versehen mal gleich am Anfang. Ich habe es ausgerüstet und gleich irgendwie das Ding falsch geschossen. Das hat mich irgendwie genau, mich hat es zerfetzt zum ersten. Weil ich wollte eigentlich so wie beim Plasma Cutter dieses Dings machen hier, diese du kannst ja vertikal und horizontal damit schießen, und das wollte ich damit auch probieren. Ja. Und dann macht er diese Scheiße, da hinten ist schon wieder was, dann macht er diese Scheiße einfach so, finde ich ganz toll. Ich so, okay, interessant. Cool. Auf jeden Fall müsste das auch mal dann. Sag mal, gibt es nur Schnellball, wie man die Dinger wegschießt? Die Waffen? Ja. Zwischen 1 und 3, glaube ich. Also 1 und 3 klicken. Stimmt! Wahuhuhu! Ja, Arschloch, ey, ich hab ihn vorher gestampft und er hat mich das Arschloch. Oh Mann. Ja, hier geht's gerade, also, hier geht's ein bisschen drunter und drüber. Drunter und drüber. Ja, diese blöden Mistteile hier, die gehen mir so auf den Keks. Vorher habe ich die voll einfach platt gemacht. Ich finde die ätzend, weil, ich weiß nicht, ich verschwende bei denen total viel Munition. Ja. Weil, die hängen mal an den Wänden, da muss es vertikal und dann sind sie plötzlich wieder unten, dann horizontal, allein das dauert schon ganz schön. Ja, nee, und das ist, ich weiß nicht, also gut, das mit den Waffen wechseln, das ist schön, dass ich das jetzt auch weiß. Oh, jetzt freue ich mich. Ach, ich habe gerade was geguckt. Also ich muss sagen, ich renne grundsätzlich, geh mal zurück, Isaac, ich renne grundsätzlich auch lieber mit dem Cutter rum. Ja, der ist geil. Das ist die eindeutig beste Waffe in diesem Spiel. Die Strahlenkanone ist ja sehr viel stärker, aber ich weiß nicht, ich finde, das Ding ist einfach präziser. Toll ist, wenn ich komme, also gehen wir zu ihm, was immer und es sein mag. Und die Langan ist übel langsam. Oh Mann, die kannst du auch verschnellern. Das mit dem Nachladen, das dauert wirklich unglaublich lang. Ja, oh, und es hat nur 5 Schuss, das hat auch. Ich kann dir wirklich Stase drauf, immer Stase auf dem Brute. Stase, das ist eine Idee. Darf ich dir einen Tipp geben? Warum unter der Stase, meinst du? Ja.
Wenn du den in der Stase hast, dann versuch ihn mal den Arm abzuschießen. Den kannst du auf das Map machen. Tot, nein. Ist nicht tot. Doch, nee. Was? Ach, das ist doch gleich. Oh, es ist. Fuck. Das sag ich doch. Oh mein Gott, es ist ja wirklich nicht tot. Es wird zu oft auf. Wenn du zu oft. Wenn du zu oft auf. Ja. Ja. Die Todesszene ist so geil. Kleine Info zum Blut. Wenn er sich so einbeschert, also wenn er da am Boden liegt, dann versucht er sich einfach nur zu schützen. Dann kannst du aber hinter ihm laufen und ihn in den Rücken zielen. Okay. Versuch's einfach. Wie gesagt, Mann, du kannst ihn auch den Arm abtrennen. Ja, leicht gesagt, ne? Dann greift er dich nicht mehr an. Na doch, schon. Er versucht es, sagen wir es mal so. Versuch's erstmal. Hm. Oh, dieses Arschloch. Aber man kann ihn besiegen, oder nicht? Natürlich. Ja, weil der hier einfach abgeht wie so ein Terminator. Finde ich ja gerade Arschloch. Willkommen! Oh, gleich noch. Ja, okay. Hallo, was macht der denn da? Schaden? Nein. Ich bin jetzt schon wieder tot. Oh, du bist blöde Arschloch. Mach die Stase drauf. Würde ich gerne, aber ich bin total überfordert. Oh, Alter, rennt bloß nicht schneller. Versuch auch immer hinter ihm zu sein. Das würde ich irgendwie auch zu gleich wieder. Den Rücken zu zielen. Stase! Stase! Jetzt hättest du hinter ihn gehen können. Ja. Achso, du siehst das ja, stimmt. Ja. Ich gebe zuständig die Zivilität an. Ach, wie es bei mir am Anfang war. Oh mein Gott, darum möchte ich nicht reden. Warum sollte ausweichen? Stopp! Straße! Hab ich doch. So. Ich kann doch sehen. Bist du jetzt tot, nicht stirbt? Nein. Was? Nein, wo ist der denn tot? Wobei. Hallo? Kann sein, ich weiß nicht, wie es auf einfach ist. Ich bin der Tod. Hinter ihm. Nee, jetzt ist er tot. Oh. Gut, wow. Also irgendwie war der jetzt viel schwerer als vorher. Ja, das ist auch in dem Raum kein Wunder, weil da läuft es eigentlich ständig gegen irgendeine Wand. Nee, aber den habe ich eben gut. Ich habe mit dem Plasma-Cutter, oh Gott, was der jetzt alleine an Munition schon wieder gelassen hat. Mann, irgendwie Arschloch. Auch mit der Muni bist du noch gut bedient, als ich noch was? Hier in der Stelle war. Ja. Oh, was ein Arschloch. Mein Stase-Pack ist im Arsch. Mann, oh Mann. Ich gebe zu, ich stelle mich, ja, mit dem, also, da bin ich irgendwie, also, wow. Ja, hey, das war schon, wie ich sagte, das war der Orca-Wal. Ein Orca-Wal, ich musste so lachen. Ich weiß aber, dass er nochmal kommt, glaube ich, ne, oder? Ich verrate nicht. Ich weiß das von dir, ich hab das. Bitte, gleich... bitte aufpassen hier. Das ist leicht gesagt. Nein, nicht reingehen. Ja, aber... Du musst, Stase, ich gebe dir jetzt das, ja genau, aber ganz schnell rein und das aktivieren wieder raus. Wenn du da jetzt stirbst, musst du ihn glaube ich nochmal machen. Weil ich mich nicht ganz nee, ne? Och nee, warte mal. Kann man nicht. Du läufst zurück und speicherst. Ja, erstmal. Warum denn nicht? Bin ich bekloppt? Alter, ja, ich hab jetzt keine Lust, den nochmal zu machen, wenn das denn wirklich so ist. Erstens mal Stase aufladen. Dankeschön. Ja, das ist natürlich super. Das wäre mal ganz schön. Oh, Isaac. Schnelle rennen, Isaac. Oh nein, nein, nein. Oh, hier muss ich aufpassen. Oh Gott. Ja, also ich bin so blöd. Wo war denn diese Speicher? Hä? Och, da muss ich ja bis da hinten hin. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wo du jetzt hinkommst. Gibt's denn danach direkt einen Speicherstand? Oh Gott, wenn ich jetzt sterbe, töte ich mich. Ich bin schon so oft in diesem Spiel. Muss ich. Nein, oh Gott, was machst du? Ich weiß es nicht. Oh. Boah, die Latsche fast rein. Ja, sorry. Oh mein Gott. Das ist jetzt wahrscheinlich übelst umsonst gewesen. Aber ich bin so, Alter. Warum schneide ich denn das nicht raus, Kimiko? Weil ich keinen Bock hab. Oh Mann, ihr leidet ja, gefälligst mit mir. Genau. Mit nichts geschnitten als uncut. Ne? Ja. Das Spiel ist uncut, hier wird alles uncut gemacht. Holy moly.
Ist das krass. Das ist voll lollig hier echt. Aber das ist jetzt echt ein bisschen extrem gewesen, wie ich finde. Oh ja, also ich bin bei dem, glaube ich, auch am Anfang verreckt. Also das ist jetzt der zweite, der jetzt kam, ja, der erste. Ist, man muss jetzt mal wissen, wie man den macht. Wie gesagt, bei mir ist das ja völlig blind. Ich habe ja mal überhaupt keine Ahnung, kann man das eigentlich aufhelfen, der Blödmann? Ich hab's mir nur einmal angeguckt, gespielt habe ich es auch noch nie. Und es ist wirklich sehr schwer, hieß ich. Ich glaube, dahinter ist eine Speicherstation wie behindert, ey. Ja. Blöd. Naja, gut. Ich hab sogar einen Puls, wenn ich dir nur zuguck. Echt? Warum? Weiß nicht. Furchtbares Spiel. So, jetzt genau die. Ich kann da rein, selbst wenn das Ding. Also unter. Halt! Ja, genau. Du musst Stase machen, dann rein. Ja, aber ich krieg doch trotzdem jetzt Schlag, oder? Nein, renn einfach schnell. Energiezufuhr zum A ist hergestellt. Oh, Idiot! No! Genau. Warte. Perfekt. Ich mache Fortschritte mit dem Pyrogaster. Eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen. So, weiter. So, weiter. Na gut. Danke für diese ganz tolle Info. Die sind immer so, wir trinken hier gerade mal unser Kaffee zu Ende und essen so ein Stück Erdbeertorte mit Sahne und du machst hier gerade mal. Oh mein Gott. Du reparierst hier gerade mal das ganze Schiff. Ey, aber wirklich nicht. Ich wollte gerade sagen, warum. Also ehrlich, ich glaube, die wären besser damit bedient gewesen, das Ding einfach mit einer Atombombe in die Luft zu jagen. Meine Fresse. Aber ehrlich. Da würde ich würde damit freiwillig draufgehen, wenn ich keinen Nerv brauche. Ja, die ganze Crew ist eh futsch. Da würde ich als Isaac wegfliegen, dann eine Bombe hochgehen lassen. Ja. Ja, das Wegfliegen ist ja gerade das Problem. Die haben Ja, okay. Gibt's da keine Kapseln? Das darf ich nochmal zurücklaufen? Ich sag ja, das war völlig unnütze gerade, aber egal. Habe ich aber auch so gemacht, ist doch kein Problem. Hat man länger was vom Let's Play? Ist halt so. Ich bin Mädchen, ich darf das so. Das ist natürlich ein super Argument. Ich bin ja kein Mädchen. Gott. Ich sehe den ja schon wieder. Oh, nö. Ich bin jetzt einfach mal. Komm her! Ich hab gesagt, komm her, Schätzchen! Ja, natürlich! Hallo! Ich bin irgendwo einer. Die da hinten, die haben mich irgendwie, glaube ich, vergessen. Was? Flammenmunition? Holy moly, was ist denn jetzt kaputt? Mann. Ah, verkauf das einfach. Das ist so, voll der Scheiß. Du kannst aber Gift drauf nehmen. Ich benutze nichts anderes. Hey, wo ist denn der andere Fruchtzwerg hin? Hallo? Da war doch noch einer. Ja, lecken ihr am Hof daneben nicht. Ich weiß es nicht. Muss ich mich gerade fragen, galt das jetzt für ihn schon als eine Macht, oder? Oh, was trinken? Toll, das Vieh ist welcher Waffe? Ach ja, hier habe ich die ganzen Strahlmunition. Gut, dass ich sie jetzt mitnehme, sonst muss ich fast vergessen. Ich habe jetzt natürlich wieder nicht auf die Zeit geguckt, aber ist egal. Notfalls. Oh, scheiße, Entschuldigung. Nö, wieso? Entschuldigung, du bist doch nicht dafür verantwortlich. Ja, ich wollte aber die Uhr eigentlich starten. Bass schon, bass schon. Notfalls. Halt, nein, Speicher nicht. Es ist voll. Na, hättest du jetzt auf einem anderen Speicherplatz gespeichert, hättest du gesehen. Nee, stimmt, du hast ja zwischendurch gespeichert. Verdammt. Scooby. Das hätte keinen Sinn. Whatever. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Aber nee, ich wollte sagen, die Differenz zwischen den zwei Uhrzeiten, das hätte ja, wäre ja passend gewesen. Aber du hast ja zwischendurch schon gespeichert. Ach so, das? Ach so, ja, mein Gott, ist doch egal. Notfalls teile ich es halt auf. Oh, jetzt geht die übelst lange. Ey, wo ich so, ich hab so gelacht in deinem Special, das dauert hier wirklich sehr, sehr lange. Und du sagst so, fahren wir zum Erdkern? Du weißt schon, dass du in einer Weltraumstation bist, oder? Ey, ja. Fahren wir zum Erdkern, da musste ich so lachen. Ist ja auch kein Kern. Aber das dauert aber wirklich, da denkst du echt so voll zum Mittelpunkt hier. Ich nenne mich jetzt Isaac Willy Fork hier, ey. Oh. Ehrlich? Mann. Der Mikro geht runter. Ja. Zieh's mal hoch. Das siehst du auch, oh mein Gott. Ja. Dann muss ich aber mal kurz Dings machen, denn das tue ich mir hier nicht an. Oh. Wenn das Ding denn hier mal lustig ist jetzt. Ich hasse die. Ich sag doch, das ist so bescheuert. Ja, das war mir klar, dass hier jetzt auch wieder was kommt. Moment, lass mal so einen schönen Bereich haben. Moin. Oh, da hab ich mich so erschreckt, ey, am Anfang. Oh, du Arschloch, wie der einfach mal wegspringt. Nein. Ich mach. Lauf
weiter, du sollst laufen. Weißt du, was das ist eigentlich? Hast du Medizin? Oh! Hast du das gesehen? Epic Sprung. Nee, scheiße nicht. Aber das hat gerade so... Dipper. Hier ist Mensch. Noch irgendwo einer, der hier rumgammelt. Hallo. Ja, ich glaube, da sind noch zwei. Ja, die kommen jetzt wahrscheinlich hier irgendwo die Decke runtergekleistert. Ich laufe mal. Ich hasse die, die kommen so schnell auf einen zugerannt. Ich hasse das. Das ist immer noch der ohne Kopf. Was willst du denn als von mir, sag mal? Der ohne Kopf? Ja, der rennt hier schon als kopflos durch die Gegend. Sag mal, bist du jetzt mal froh? Schieß dir die Arme ab, dann sterben sie. Schieß dir den Kopf ab, dann leben sie. Oh Junge, dein Tiervermögen war aber auch schon weg. Ja, das ist die Glitzer. Ach nee, meine geliebte Munition. Nimm mal, Noch mehr? Mein Gott. Oder hast du keine Medipacks mehr? Doch, aber... Drück Q. Ja, das Q ist bei mir für schneller laufen. Nein! Das Problem ist, ich blöde Nuss. Ja, weiß ich das? Mach nichts, ist nicht so wild. Moment. Ich muss mir mal wieder welche kaufen. Oh, ist das warm hier immer noch. Oh, Alter, ich bin immer noch nicht ganz aufgefüllt. Heftig. Ich habe jetzt aber auch mehr Energie. Ja. Jetzt sagt mir nicht, kein einziger von denen hat was gedroppt. Leckt mich am Huf. Was ist das denn? Ich weiß, die sind manchmal voll geizig. Ey, eben. Aber guck mal in den Truhen, da sind auch manche Sachen. Hab ich schon. Ich habe hier alles geplündert, was ging. Ey. Ich bin nämlich ich bin in meinem Let's Play nämlich an sämtlichen Kisten vorbeigelaufen. Nee, das Ding ist, ich plündere die immer sofort. Ich habe immer Schiss, was zu übersehen. Ist auch irgendwo ein Store, falls du was kaufen oder verkaufen willst. Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist doch ein Store. Genau das wollte ich nämlich auch gerade machen. Auch wenn ich irgendwie das die Befürchtung habe, dass jetzt hier wieder irgendwas kommt. Ich warte immer noch, dass das Tentakelchen hier zurückkommt. Aber irgendwie hat es bislang keinen Bock gehabt. Dürfte nichts mehr kommen. Also wiederkommen tun die meistens nicht. Den Store betreten. Shop. Ja, ja, wunderbar. 1A. Brennstoff, Flammen, Munition verkaufen, ja. Wirklich. Also das ist so doof. Also das macht echt kaum Schaden, voll dämlich. Ich mag die auch nicht so wirklich gern. Ja. Ich finde es so blöd, dass Stahlmunition immer nur 6 Dinge hat. Das ist total bekloppt. Ja. Boah, ey, wie mir die Medipacks einfach mal ausgehen hier. So, einen Luftkanister brauche ich nicht. Mitnehmen. Shop. Nein, nein, nein. Was kaufen? Nein. F. Ja, ich habe das gar nicht geguckt, Mann. Anzug Level 3. Geile Kacke. Ja, aber hallo, hier. Und zieh bei Gelegenheit dein Mikrofon, Leo. Jo. Am besten. Mach ich, wollte gerade sagen, Isaac, während der sich hier in eine Umkleide-Barbie-Kabine geht hier. Ja.